Hallo. Hallo. Ich habe was mitgebracht. Was hast du mir da Eine mitgebracht? Kiste. Eine Kiste? So, sollen Boah, wir genau, was ich mir zu zeigen? Weihnachten gewünscht Sollen wir habe. zeigen, was da drin ist? Vielleicht. Aber Vielleicht. das nach dem Intro. Was ist Ich das? habe uns Decks mitgebracht. Okay. Das sind 5 Stück. Der sich auskennt, der kann jetzt schon erraten, was es ist. 5 Decks, was kann das sein? Neue Produkte ab Freitag. Guck dir das mal an. Ja, richtig sick aus. Spoiler, Spoiler, das sind die neuen Commander-Decks. Sag mir mal, die Art Cover, die Arts auf den Bumscovers, die sehen schon Also, was man hier sehr, sagen sehr kann, lecker es sind die aus. neuen Einsteiger-Commander. Boah, sehen sehr crazy aus. Es sind quasi Einsteiger-Commander, die sind vom Preis her so im, ich sage mal, 20-Euro-Bereich fangen die an. Das geht ja. Ja, also normalerweise kennt man so 35, 40 € eher für ein Commander-Deck. Die sind jetzt wirklich für Anfänger gedacht. Und du siehst auch, die haben alle nur zwei Farben. Na, also, du siehst, die haben leicht farblos, das ist dann so nur so eine Zahl drin und dann haben sie nur zwei verschiedene Mana-Symbole. Das Okay. heißt, von der Deckstrategie ist auch ein bisschen einfacher gehalten, einfach um reinzukommen in das Commander-Thema. Okay. Bei Commander ist es ja so, dass ein Commander, das ist die Kreatur vorne drauf quasi, Aha. die legt fest, was für eine Deckstrategie du so in etwa fährst. Das Also heißt, so wie der Leader bei One Piece. genau, du hast ja exakt dasselbe Prinzip. Ah, okay. Legt deine Farben fest, oben hast du dann mit denen immer zwei Farben. Legt fest, was für eine Deckstrategie du verfolgst, weil du baust halt so ein bisschen drumherum. Und du hast jetzt zum Beispiel da einen Drachen in der Hand. Ich habe hier Elfen mit die Tokens machen in der Hand. Wir haben hier eine Sphinx, die Karten ziehen will. Dann haben wir hier das ist so ein Zombie-Deck und so Okay. ein Dämonen-Zerstör-Deck. Sollen wir die mal aufmachen und zeigen? Oder dürfen wir das nicht? Also. Ich sag mal so, es sind keine großen Überraschungen drin. Wir haben ja schon öfter Commander-Decks hier aufgemacht. Auf der Rückseite siehst du dann schon so ein paar gehighlightete Karten. Oh ja. Ja, das sind dann quasi schon die besseren Karten, die da drin sind. Es sind die üblichen Karten wie Solring, Command Tower, Command Sphere und so Sachen drin. Die haben ein paar Highlights, aber wie gesagt, die sind eigentlich auch schon hinten drauf. Also wenn man jetzt so, hier zum Beispiel, hier ist eine Sphinx-Relation drin, hier ist ein teurere Engel drin und so ein Eldrazi-Enchantment. Hier sieht man auch, hier sind dann, also hier sind schon die bisschen besseren Karten, sind da hinten drauf schon gehighlightet. Auf den Zombie-Decks sind ja ein paar richtig coole dabei. Ja, das ist ein Fokus, hallo? Zombie-Champion drauf. Okay, will er nicht. Wir können sagen, von vorne, also von vorne sind die auch wieder mit diesem, das ist keine Karte mehr, sondern es ist einfach nur so ein Aufdruck, was da jetzt drin ist im Prinzip. Ach so, In so einem dann. Edge-Foil. Früher waren das mal große Karten, dann Okay. sind sie irgendwann übergegangen zu diesen, ich sage mal, Visitenkartenmäßigen und mittlerweile ist da dann halt noch so ein Aufdruck drauf. Ist halt ein bisschen schade, aber man hat die Karte im Prinzip eh nicht gebraucht. Ja gut, die ist ja sowieso drin. Genau, die ist sowieso als normale Karte da mit drin. Wie gesagt, sind von der Strategie recht einfach gehalten, dass man so ein bisschen ins Commander-Thema reinkommt. Synergiert natürlich alles mit dem Commander so ein bisschen. Das heißt, der Zombie-Commander hat natürlich entsprechend dann viele Zombies und Zombie-Unterstützung. Im Drachen-Commander kannst du alles Mögliche, was Drachen unterstützt, billiger macht, besser macht, erwarten. In diesem Zerstör-Chaos-Ding kannst du dann halt entsprechend viele Zerstörungseffekte erwarten. Wir haben hier eine Elfe. Die macht dann halt, sie selber macht 1/1-Kreaturen-Tokens und das ganze Thema zieht sich auch dann durch das Deck durch. Das heißt, die macht dann entweder mehr Tokens oder andere Sachen machen noch Tokens und so weiter. Und dann haben wir hier die Sphinx, die möchte halt einfach mit Sneaken. Fliegern angreifen und Karten ziehen. Okay. Ja, da hat man dann schon mal ein paar Strategien hier zusammen. Und ich sehe jetzt zum Beispiel hier auch, dass wir hier einmal blau-lila haben, einmal rot-lila. Spielen die Farben sich dann immer gleich? Was ist mit Lila? Was schwarz?
Schwarz? Das ist schwarz. Das ist lila. Nur weil ein Totenkopf drauf ist, heißt nicht, dass es schwarz ist. Dachte, das ist schwarz. Ach, dann sollen sie es. Bei Magic schlechtes ist Design. Bei Magic ist das so, weil der Rahmen so lila ist. Ja, es ist das Symbol ist doch auch lila. Unten drauf, ja genau. Unten drauf, das können wir als lila interpretieren. Habe ich was an den Augen? Oder? Das ist doch lila. Ja, oft, so, wenn es so in die Kamera ist, ist es lila, aber für die Magic-Spiele ist das die Farbe schwarz. Ah ja, natürlich. Okay, na. Macht Sinn. Aber ja, spielt sich lila dann jetzt in dem Deck, weil es ist jetzt einmal blau-lila und einmal rot-lila. Ich kann mir schon mal denken. Also im Prinzip hat jede Farbe seinen eigenen Playstyle. Playstyle und seinen Bereich. Mhm. Also weiß kann verschiedene Dinge machen. Weiß kann zum Beispiel heilen. Okay. Weiß hat viele, wie du hier siehst, dann so, der macht halt zum Beispiel die Tokens, werden gemacht, aber das sind dann immer 1-1er. Also sie macht viele kleine Sachen. Okay. Eher so im Armee-Stil. Ne? Also ich baue dann viele auf, aber klein. Okay. Oft ist es dann auch sowas wie unterstützen oder weil Ordnung ist auch noch weiß zum Beispiel. Hingegen dann schwarz. Schwarz ist dann eher Zerstörung, Tod, was kaputt machen, negative Effekte, so Sachen, das ist schwarz. Und in dem Fall ist es hier mit Rot gemischt. Und Rot sorgt dann dafür, dass es in eher, ich sage in Richtung so Chaos eher geht. Ja, also noch mehr Zerstörung. Rot und Schwarz, so Tod und Zerstörung im großen Paket. Dann hört sich das ja eigentlich schon mal ziemlich stark an. Und wenn du Blau und Schwarz hast, das ist dann eher mehr so auch, in dem Fall ja auch passend, dann so Zombies, dann eher noch mehr Verfall, Verfaulen, vergiftetes Wasser, sowas in diese Richtung halt. Ne? Also so ein bisschen auch fiese Tricks bei Blau. Ah, okay. Ja. Also mit Blau. Also eher Blau so in Schurken-Richtung. Mehr so Statuseffekte oder sowas zum Beispiel. Aber mit Blau kombiniert. Blau hat ja viel Illusionszauber, viel Täuschung, viel nein, du darfst jetzt was nicht machen oder ich mach was, obwohl ich es eigentlich nicht da dürfte oder so Sachen. Und kombiniert mit Schwarz ist dann eher so ein Trickery Deck, in dem Fall ist es so ein Zerfall Zombie Deck. Und Rot ist halt immer sehr aggressiv. Deshalb ist Rot in dem Drachendeck auch mit drin. Ne? Also Rot und Grün steht in dem Fall für aggressiv groß. Ne? Also Grün hat viele große Kreaturen, sehr schwerfällig, sehr imposant. Und Rot macht das Ganze sehr aggressiv dazu noch. Mhm. Das heißt, große Drachen oder große Kreaturen generell passen halt in diese Farben gut rein. Und bei der Sphinx haben wir dann weiß und blau. Okay. Sphinx ist auch sehr passend, weil es gibt sehr viele Sphinxen, gerade in weiß und blau. Mhm. Das ist dann eher so mysteriös, rätselhaft. Sphinx stellt ja gerne mal ein Rätsel. Viel Karten ziehen auf jeden Fall immer dabei. Das stellt auch eher so, diese Farbkombination kannst du auch eher in Richtung Ordnung sehen bei Magic dann. Es gibt eine Plains, wo das eine Gilde ist, die Azorius-Gilde, und die ist dort für Recht und Ordnung zuständig. Und da gibt es dann auch so eine eigene Fähigkeit in diese Gilde, die nennt sich dann quasi Einsperren. Dann kannst du eine Runde lang eine Karte unschädlich machen, die macht dann eine Runde lang nichts. Okay. Unter gewissen Bedingungen oder so. So Fesselzauber, also Karten machen nichts mehr. Pazifismus ist so eine ganz Hört typische sich weiße Karte. Unglaublich nervig an. Ja, das ist das, was ich spielen will. Ja, natürlich ist das, was du spielst. Ja, aber da komme ich dann noch zu meiner nächsten Frage. Und zwar, gibt es Farbkombinationen, die es so gar nicht gibt oder die keinen Sinn machen? Weil also zum Beispiel Weiß und Rot zum Beispiel. Doch, Weiß und Rot ist auch dann klein und aggressiv gemischt. Mhm. Na, also Rot gibt oft einfach nur so ein bisschen Speed dazu oder ein bisschen Power. Unterstützt dann die Strategie von Weiß in dem Falle von, so, sie macht so dann die Kleinen schnell noch oder ein bisschen stärker. Im Falle, wenn man bei den Gilden bleiben wird, dann gibt es die Boros-Gilde. Die stellt so die Grundarmee von dem Planeten dann oder von der Stadt quasi dar. Und in der Farbkombination gerade auch ist unzerstörbar auch ein großes Thema oft. Was unzerstörbar machen für eine Runde lang. Das kann Weiß. Was beschützen. Weiß kann das ja. Das hört sich ein bisschen OP an, aber du hast ja gemeint, das sind ja jetzt Anfängerdecks, deswegen nur zwei Farben.
Ja. Spielt man dann nett einfach als Pro ein Deck mit jeder Farbe? Ich sag mal, das wird halt teurer und schwieriger, desto mehr Farben du benutzt. Ne? Also, wenn du zwei Farben benutzt, ist es relativ einfach, einen Zauber zu spielen. So, also nehmen wir mal die Sphinx. Die Sphinx kannst du eh erst mit 6 Mana generell casten. Davon müssen halt 2 blau und 2 weiß sein. Wenn du 6 Länder hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da davon 2 blau machen können und 2 weiß machen können, relativ groß. Ach Ja? so, aber wenn du einen Wenn du jetzt Commander hast, aber, der jede Farbe genau, wenn hat. du jetzt halt einen Commander hast, der auch gerade nur so 5 Mana kostet, aber du jede Farbe brauchst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das halt zusammen hast, Ja, niedriger. okay. Das kannst du das natürlich abändern. Es gibt dann Länder, die 2 bis 3 Farben machen, haben dann entsprechende Nachteile oder kommen erstmal getappt. Dann kannst du auch mit anderen Ländern, mit den sogenannten Fetch-Ländern, kannst du auch spezifisch dann Länder suchen. Aber das Ganze wird dann halt entsprechend teurer. Aber das Deck wird auch an sich schwieriger zu spielen einfach. Ne? Also desto mehr Farben du generell inkludierst, desto schwieriger wird's. Hast du schon mal sowas gemacht? Ich habe ein 5-farbiges Deck, ja. Ja? Ja. Aber Und das Thema von dem Deck ist eigentlich, der Commander sagt dann, ich kann anstatt die Mana-Kosten von irgendwas bezahlen, einfach die 5 Farben bezahlen. Das heißt, ich spiele teure Sachen für jeweils einmal einen Mana, also von jeder Farbe. okay. Und meine Mana-Base und meine ganzen Unterstützungssachen sind dann darauf ausgelegt, dass am Schluss eh alles alle Farben macht. Und wie gut ist das? Also wie viel Erfolg hast du mit sowas? Also da das vollgestopft ist mit nur Kombos und powermäßig guten Sachen, ist das schon sehr, sehr schwierig, gegen sowas zu spielen. Ja, nice. Also jemand, der ein 5-farbiges Deck auf den Tisch legt und dann schon, also nicht kommuniziert, dass es jetzt explizit kein starkes Deck ist, dafür muss man eigentlich davon ausgehen, dass es schon was Härteres. Okay. Gibt so 2, 3 Commander, wenn die auf dem Tisch liegen, würde ich direkt sagen, der muss jetzt Okay. sterben. und dazu gehören dann schon 2 von den 5-farbigen auf jeden Fall. Okay. Das sind ja jetzt die Anfängerdecks. Was haben erfahrenere Spieler noch davon? Oder sagen wir mal, kann man aus denen, die auch als erfahrene Spieler, was Also, an Wert haben? wenn man jetzt eine Grundbasis schon hat, dann wird man das meiste aus den Decks einfach haben, wenn man diese Strategien spielen will. Ich sage mal gerade das Zombie-Deck. Da sind halt die typischen Zombie-Lore, Zombie-Unterstützungs-Zombie-Sachen drin. Der Preis sagt ja auch, da kann ja nichts weltbewegend Teures drin sein. Ne? Also für 20, 25 € VK, den man da anstrebt, da kann da nicht eine 30-€, 40-€ Karte drin sein. Das ist einfach nicht so, nicht gegeben vom Preisspanne her. Das sind dann halt aber die typischen Sachen drin, wie Solring, Command Sphere. 2, 3 teurere Sachen sind dann drin. Im 3-4-Euro-Bereich habe ich jetzt nachgeguckt, extra nochmal vom Video, um zu wissen, ob es da überhaupt was gibt. Also es gibt so 2, 3 Reprints in den Decks, die interessant sind, die man sich, wenn man sie nicht hat, dann daraus, denke ich, auch sehr gut holen kann. Hier ist zum Beispiel das Sphinx Revelation, Aber so was eine sehr gute spielmäßig? Karte ist. Ja, das ist auch spielmäßig eine gute Karte. Wenn man das Thema selber noch nicht hat, und jetzt zum Beispiel sagen wir, ich möchte jetzt einen Start für ein Zombie-Deck haben, ist das zum Beispiel auch, denke ich, durchaus gut, genau wie das Drachendeck. Also für jemanden, der diese Thematik noch nicht besitzt, ist das durchaus eine gute Ah, Basis, ne? okay. Also wenn du jetzt keine Karten hast, die Tokens machen, ist das Token-Deck ein cooler Start. Dann kannst du dann auch aus deiner Sammlung ein bisschen was zuwerfen und das funktioniert schon. Ja, es ist halt, also ich finde es besser als so Starter-Deck-Produkte, wo 90% Müll ist. Ja, weil da ist halt wenigstens die Grundstrategie wird gefahren. Du hast einen Haufen Sachen, die das unterstützen und schon eine Basis bilden. Du hast die Kernelemente von einem Commander drin. Also die genannten Staple-Karten für Commander einfach sind da drin. Okay. Ist halt von der Strategie ein bisschen simpel gehalten, sage ich mal. Ne? Also das Deck möchte Karten ziehen und dich mit Fliegern kloppen. Ist jetzt nicht weltbewegend, neu, schlau. Aber man kann es ja ausbauen, ne? Genau. Das Darum geht meinte es ja. ich. Es geht halt darum, für jemanden, der entweder in dem Bereich noch nichts hat oder gar nichts hat, eine Basis zu bilden und auch die Hürde ein bisschen kleiner zu machen. Ne? 40, 50 Okay. Euro hört sich immer sehr, sehr viel an, wenn man Ja, mit ja, Karten ja. nichts zu tun hat. Ja, das Wenn du stimmt, dich ein das bisschen länger stimmt. mit Karten beschäftigst, denkst du, ach, 50 € für ein Deck.
Das heißt, das Beste, was man als Magic-erfahrener Spieler mit dem Deck machen kann, ist so lange seinen Freunden auf den Sack gehen, bis sie sich endlich auch eins holen und dann gegen einen spielen können. Was ich auch cool finde, ist immer, es gibt bei uns einige Leute, die spielen so out of the box. Oh, Ne? okay. Gegeneinander. Auch ein, ach so, aber nicht ein Turnier, ne? Nee, nee, wir spielen ja kein, also Commander ist ja kein Turnier, das ist ja eigentlich ein reines Spaßformat. Ah, okay, gut. Und ich finde es halt cool, wenn man sagt, man möchte, also ich bin jetzt aktuell auf einem Stand, ich habe immer so komplett übertriebene Commander-Decks gespielt die ganze Zeit. Jetzt bist Die du auf dem Stand, wo du auch sind mal. vollgestopft gewesen mit nur Good Stuff, nur Combo, nur ich will gewinnen und so weiter. Und ich habe mir jetzt ein Deck gebaut, wo es wieder so back to the basics. Ich möchte einfach mal Spaß haben. Ich habe mir so ein Thema ausgesucht, ich spiele jetzt um Suffering from Success. Piraten Ich habe und zu viel gewonnen. Es macht keinen ja, Spaß mehr. also das Problem. Niemand kann mich besiegen. Ich Nein, das will ich gar nicht muss mein sagen. Power-Level runter. Es geht ja generell darum. Im Commander sollte viel mehr Fokus auf Spaß sein. Und ich sehe es leider immer zu oft auch an mir selber. Das ist was, wo ich an mir arbeiten muss. Ich fange dann an, ein Deck zu bauen. Dann bist du so try-hard Und mäßig genau, da und drin. sobald dann so die Hälfte von dem Deck da liegt, dann denke ich so, Ich naja, baust du noch könnte die und die ja. und die rein? Dann Ja, wische es das erste Mal, dann legst du so eine Probehand hin, denkst so, oh, 3 Runden später sind die Leute tot. ja. Wir wollen eigentlich 2 Stunden Commander spielen. 3 Runden später sind die Leute tot. Nee, das ist nicht. Irgendwann haben die Also, Leute dann halt auch keinen das Bock ist mehr halt gegen nicht dich mehr, zu spielen. der Commander-Spirit, der Ja. ursprünglich mal da war. Und ich habe mir jetzt ein thematisches Deck gebaut, das sieht. Wenn ich es hinlege, denken die Leute immer, oh Gott, Aaron, was hast du wieder gebaut? Ja, Okay. weil Was ist es denn? vom Grund her, von den Commandern her, könnten die Leute meinen, ich habe einen Competitive EDH gebaut. Okay. Ja, weil die haben halt, also mein Commander ist einmal ein Malcolm und einmal so eine Eidechse, ich weiß den Namen von dem gerade nicht, irgendwas mit K. Kevin. Das sind Kevin die Eidechse. Partner-Commander und der Malcolm ist ein Pirat. Okay. Ja, und anstatt die Hardcore-Gewinn-Variante von dem Deck zu bauen, habe ich mir gesagt, ich baue mir jetzt ein Deck, das einfach mal thematisch wieder ist. Und Du Deck bist dann handelt nur von Richtung Pirat Piraten und gegangen. Schätzen. Okay. Ich habe Piraten und die Piraten, die buddeln mir Schätze aus. Und Okay. jeder denkt so, oh Gott, das eskaliert wieder, irgendwie hat er eine Unendlich-Kombo drin, ballert mich tot, was auch immer. Nee, ich will einfach nur Schätze. Ich will einfach nur Schatztokens horten. Wie so ein Also. Pirat. Okay, das ist dann wiederum ziemlich nice. Aber ja, da Das habt ihr. ist dann auf der Basis von unserem One Piece gefruchtet. Ne? Ich möchte einfach den größten Schatz der Welt vor mir aufbauen. Oh, okay. Aber ja, da habt ihr es gesehen. Das sind die neuen Commander-Starter-Decks, die ihr bei uns im Laden kaufen könnt für 20 €. Und anscheinend wäre das sogar etwas, worin ich mich finden könnte, weil ich Auf habe jeden Fall. absolut keinen Plan von TCGs. Aber das hört sich bis jetzt ja eigentlich ziemlich simpel an. Und das ist das Beste daran, wenn ihr euch so ein Deck holt und hier mal spielen wollt und der Aaron ist da, der kann es euch beibringen von Anfänger bis zu professionell. Das ist für ihn gar kein Problem. Ihr habt es ja gehört, Richtig. er ist so viel am Gewinnen, dass er seine Decks schlechter designen muss. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Ich gefallen. möchte wieder mehr Spaß haben. Ich möchte nicht der sein, der am Tisch als erstes rausgehasst wird, weil daran, der hat die schlimmen Decks. Der muss Du sterben. willst nicht immer so tryhard sein. Ja. Aber ja, was ich als tryhard für YouTube von euch haben will, es sind immer noch, glaube ich, 50% aller Leute, die uns gucken, nicht abonniert. Oh je. 50% aller Leute, die uns gucken, haben noch nicht auf den Abonnieren-Knopf Die gedrückt. Quote ist jetzt besser als bei dem, was ich sonst so kenne, aber 50% ist trotzdem Es hart. ist immer noch die Hälfte. Also bitte, wenn ihr euch das Video jetzt reingezogen habt und es gefällt euch, dann klickt unten auf das Abonnieren, lasst ein Like da, kommentiert, wenn euch die Decks gefallen habt und wenn ja, welches. Und die sind dann bei uns im Store und im Shop, glaube ich, auch schon mittlerweile. Die gibt's ab Freitag, ja. Ab Freitag bei uns erhältlich zum Kaufen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Tschüss. Battle.